So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns angesagt und das Thema heißt schlaflose Nächte. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die extreme Schlafprobleme haben, die aus gesundheitlichen Gründen nachts wach sind oder die nachts vielleicht von ihrem schlechten Gewissen geplagt werden oder die Nacht zum Tage machen oder vielleicht auch mit Leuten, die nachts ein Doppelleben führen. Also schlaflose Nächte, das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, 0800 220 50 50, kostenfreie Nummer, oder mailt domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe und freue mich auf den ersten. Das ist der Dieter und Dieter ist 31 Jahre. Hallo Dieter. Ja, hallo Domian. Hallo Dieter. Schlaflose Nächte. Ja, schlaflose Nächte. Und zwar geht sich das bei mir darum, dass bei uns am 27.06.2005 die Wohnung ausgebrannt ist. Mhm. Wir haben 6 Kinder. Und der Zweitjüngste, der ist da im wirklich buchstäblich allerletzten Moment aus der Wohnung rausgeholt worden. Oh weia. Wart ihr denn alle in der Wohnung anfänglich? Ja, genau, wir waren alle da drin. Wie ist der Brand entstanden? Meine zwei Mittlersten, die waren zu dem Zeitpunkt 5 und 3. Mhm. Die haben im Kinderzimmer mit einem Feuerzeug gespielt. Ja, zu welcher Tageszeit war das? Ja, das war abends, also so gegen 7 Uhr, 19 Uhr. Ja. So der Dreh rum. Ja. Der Zweitjüngste, der da im letzten Moment rausgekommen ist, der schläft von Geburt an immer nur, wenn einer von uns, also meiner Frau oder mir, neben dem auf der Couch oder im Ehebett, dann schläft er nur ein. Mhm. Wie alt ist er oder war er damals? 2. 2. Mhm. Und an dem Abend war ich halt dran, bin mit dem hoch ins Schlafzimmer, der hat sich hingelegt, ich habe mich neben ihn gelegt, dann ist er auch recht schnell eingeschlafen. Mhm. Und dann muss man aber meistens immer noch eine Stunde oder so bei ihm sitzen bleiben. Mhm. Dann wollte ich nur ganz kurz runtergehen. Wir haben auf 2 Etagen hatten wir die Wohnung, um mir eine Zigarette zu holen. Mhm. Und die zwei Mädels, die waren im anderen Kinderzimmer, die waren noch am Spielen. Ja. Und dann bin ich runter. Das waren 10, 15 Sekunden. Ja. Bin wieder hoch und dann kamen die mir entgegen und sagten, dass da Feuerwehr. Ja, und das war gleich ein großes Feuer, das breitete sich gleich richtig aus. Weil das Holz war, das war rasend schnell. Also als ich hochgekommen bin an die Treppe, da war schon fast die Hälfte von dem Kinderzimmer. Ach du lieber Himmel. Du lieber dann habe ich um die Kleinen, wie gesagt, die waren da 5 und 3, nicht zu beunruhigen, habe ich gesagt, geht mal runter, Papa macht das schon. Hm. Und als sie dann unten waren, habe ich natürlich dann zu meiner Frau runtergerufen oder auch geschrien, die möchte die Feuerwehr rufen. Hm. Kam meine Frau mir entgegen mit einem Eimer Wasser und dann habe ich ihr gesagt, der Eimer, der bringt gar nichts mehr. Ja. So, dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann jetzt bald der Gedanke kommt, raus hier, raus hier, raus hier. Ja, ganz genau. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich soll die anderen 5 nehmen. Mhm. Wir hatten da zu dem Zeitpunkt, der Kleinste war gerade mal 11 Monate, um mit denen rauszukommen, dass ich dann gucke, den Florian da rauszuholen. Ja. Und habe dann die Schlafzimmertür aufgemacht. Ja. Da war es also stockdunkel drin, also so verqualmt schon. Ja, ganz genau. Und ich bin... Aber dann ist das wirklich rasend schnell, hat sich das entwickelt, ne? Das war wirklich rasend. Ja, hört man ja auch immer wieder so. Ja, also die Frau mit den anderen Kindern war dann schon draußen? Nein, die ist nicht rausgegangen. Die ist dann auch mit oben geblieben. Mhm. Ich bin 1-2 Schritte in das Zimmer reingekommen, also weiter ging gar nicht. Mhm. Der Qualm direkt in den Hals und dann bin ich nochmal weg. Die Tür ist zugeknallt, ich wollte nochmal rein. Dann hat das einen Rückstoß gegeben. Hm. Im Nachhinein weiß ich, weil die Scheibe geplatzt ist. Hm. Währenddessen lag immer noch, wir halten fest, der Kleine da drin. Lag immer noch da drin, genau. So, und dann? Dann habe ich, das habe ich gerade eben auch schon erklärt zum zweiten Mal, mir fällt jetzt das, jetzt kommt das Schwere, weil da fällt mir schwer drüber zu reden. Du bist da der Erste, wo ich mit drüber rede. Weil wir den nicht da rausbekommen haben, habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns runter, den kriegen wir nicht mehr raus. Also ich habe in dem Moment schon damit das so gesehen, dass ich nur noch 5 Kinder habe. Aber sag mal, lass mich fragen, wieso kriegt man ihn nicht raus? Da war ein Zimmer, hättest du nicht 3 große Schritte machen müssen, ihn packen und raus? Nein, das war ja, weil es so dunkel war.
Das war so dunkel, da hat man gar nichts mehr gesehen. Aber du kennst doch das Zimmer, du hättest doch, auch wenn man, wenn es dunkel ist, kennt man sich ja in der eigenen Wohnung aus. Nee, das ging absolut nicht. Auch die Hitze da drin, das hat Ach so. Auch die Feuerwehr. Ach so, die Hitze. Die hatten das gesagt. Verstehe. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was sie gesagt haben, was für eine Gradzahl. Und die Feuerwehr war recht schnell da. Verstehe. Das heißt, du hast einen ganz, letztendlich für dich auch furchtbaren Gedanken gedacht. Du hast das Kind schon aufgegeben. Ja, ganz genau. Und hast diesen Gedanken noch nie deiner Frau gesagt? Nein, mit meiner Frau. Also das ist auch das Problem halt. Deswegen rufe ich auch bei dir jetzt an. Ja, das ging eine ganze Zeit lang. Ich bin dann mit von Seelsorgern auch in Kontakt geblieben. Dieter, das machen wir, reden wir gleich. Jetzt, ja, okay. Wie ging die Geschichte weiter? Also du hast in Gedanken den Jungen schon aufgegeben, weil du nicht da rein konntest. Wie und wer hat ihn dann rausgeholt? Meine Frau hatte mich dann runtergeschickt mit den anderen Kindern, dass ich in Sicherheit bringe. Ja. Währenddessen sind zufällig zwei Jugendliche unten vorbeigefahren, haben das Feuer gesehen und sind im Nachhinein, bin ich denen über alles dankbar, sind dann hochgelaufen, haben das versucht da rein in das Zimmer und sind da aber nicht reingekommen. Mhm. Und dann hat einer von denen vor Wut, weil er nicht reingekommen ist, gegen die Wand gehauen, von außen. Mhm. Und hat gemerkt, dass das Rehgips ist. Mhm. Und dann hat er da ein Loch reingehauen und wollte da durchkriechen. Ja. Und wie der Zufall es will, brauchte er gar nicht zu kriechen. Direkt vor dem Loch lag mein Sohn und hat ihn rausgezogen. Wieso ging die Tür nicht auf? Also die Tür ging nachher, also bei mir ging sie ja noch auf, nachher ging die gar nicht mehr auf. Ja. Also das ist ja Wahnsinn, da schlägt ja die Wand ein. Mhm. Was für ein Glück, dass das so eine dünne Wand auch nur war. Ja, ganz genau. Und da liegt dann auch gerade der Kleine. Auch gerade noch. Und der hat den Kleinen genommen? Er hat den dann rausgezogen und... Hatte der Junge Vergiftungen oder Verbrennungen? Ja, zweiten, dritten Grades im Hals hatte der Verbrennungen. Oh. Und der hat auch, das war ein Montag, von Montag bis Dienstag war der in der Uniklinik in Köln. Hat er sich dann wieder richtig erholt? Ja, den geht's bis auf, wenn wir jetzt grillen. Ja. Oder St. Martin geht gar nicht. Wenn man früher sieht, dann ist das... Plagt, nun heißt doch, unser Thema schlaflose Nächte. Ja. Plagt dich in der Nacht ein schlechtes Gewissen? Ja, jetzt seit den letzten, also wie gesagt, ich hatte es ziemlich gut verarbeitet, aber jetzt die letzten 4, 5, 6 Wochen habe ich Angst davor zu schlafen. Komme ich gar nicht hinzulegen. Sobald ich die Augen nur zumache, sehe ich Feuer. Mhm. Und ist das so, sind das so Gedankengänge, dass du dir Vorwürfe machst? Ich, der Vater, hätte es eigentlich tun müssen. Ganz genau, das auch. Mhm. Hat deine Frau dir einen solchen Vorwurf mal gemacht? Niemals. Niemals. Die Frau selber hat gesagt, du machst dich damit verrückt und die hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, dann ruf doch, weil wir gucken jede Nacht deine Sendung, dann ruf doch da zum Beispiel mal an und alle in der Familie, keiner hat mir einen Vorwurf gemacht, also um Gottes Willen. Mhm. Aber das ist immer, ich sag dann zu denen, ja, vielleicht reden. Ja, natürlich. Das hilft einem dann auch nicht weiter, wenn man sich selbst Vorwürfe macht, wenn andere sagen, du brauchst ja keine Vorwürfe machen. Ja, ganz genau. Du hast gerade angedeutet, du warst irgendwie bei einem Seelsorger. Ja, die nach dem Feuer kamen die Seelsorger und auch direkt ins Krankenhaus. Ja. Ja, und da bin ich eigentlich auch mit in Kontakt geblieben. Ja. Und hast du denn mit denen über deine Schuldgefühle auch gesprochen? Ja, auch. Und die haben das auch gesagt, dass das kann passieren. Mhm. Das waren ja, wie gesagt, nur 10, 15 Sekunden im Höchstfall, die war. Ja. Und das ging jetzt eine ganze Zeit lang gut, wie gesagt. Mhm. Also, aber es gab nur, ich sag mal nur in Anführungszeichen, einige Gespräche mit den Seelsorgern, die direkt mit dem Brand zu tun hatten. Ja. Es gab keine lange psychologische Betreuung. Nee, das gab es nicht. Nee, das gab es nicht. Das Ganze war 2005, das ist ja nun schon eine ganze Weile her. Ja. Und jetzt bricht es enorm und stärker in dir wieder nach oben. Ja, also ich schlafe nachts, wenn ich überhaupt schlafe, 2 Stunden, 3 Stunden, das war es aber auch dann schon. Wenn überhaupt. Also wie gesagt, also ich habe da ziemlich viel Angst vor, nachts die Augen zuzumachen. Es gibt sogar auch Nächte, dann setze ich mich, wir haben jetzt natürlich auch eine neue Wohnung, neben dem Florian sein Bett und dann bleibe ich da auch 3, 4 Stunden neben seinem Bett sitzen. Also das kommt auch vor. Also Du hattest für dich so diesen furchtbaren Gedanken kurzfristig gedacht, der Junge wird sterben oder ist tot. Ist dieser Gedanke auch von deiner Frau gedacht worden? Nein, meine Frau ist also bis zum Schluss, bis sie ihn rausbekommen haben, ist die oben auf der Treppe auch stehen geblieben und hat es immer wieder versucht. Und ja, wir hatten den, bevor ich runtergegangen bin, mit allen Kindern ja auch noch gehört. Der hatte in dem dunklen Raum auch Papa und Mama gerufen. Ach so, der hat noch sich geäußert sogar. Und dann urplötzlich war gar nichts mehr. Mhm. Und die Feuerwehr sagt, also wie gesagt, die waren nach 5 Minuten im Höchstfall waren die da. Mhm. Und die haben gesagt, wenn sie gewartet hätten, bis wir oben wären,
Wäre er tot. Wäre von ihrem Sohn gar nichts mehr übergeblieben. Dann war ja dieser, das waren Jugendliche, oder ein Jugendlicher. Ja, das waren Jugendliche. Also das waren ja die Engel, die da vorbeikamen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du mit den beiden Jungs Kontakt noch? Ja, mit dem einen von denen, das was hat sich nachher herausgestellt, den kannte ich gut. Mit dem habe ich in der Jugend quasi in einem Viertel gewohnt. Ach so. Das hat sich aber nachher erst herausgestellt. Mhm. Und wir haben dann natürlich auch, weil ich sehe, das ist ja nun mal so, das ist ja dann auch Pflicht, da alles Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass die auch geehrt werden und natürlich, ja, mittlerweile auch alles passiert. Und ja, das ist ein Lebensretter. Mit denen habe ich immer noch Kontakt und der wird jetzt bei unserem Kleinsten, wird er auch Patenonkel. Also. Ach so, das ist ja schön. Da gibt es also eine dauerhafte Verbindung zu eurer Familie mit dem Jungen. Das finde ich gut. So, Dieter, das ist natürlich verständlich. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man das nicht so verarbeitet. Das kann man vielleicht eine Weile verdrängen. Aber das wirklich zu verarbeiten und damit klarzukommen, ist, glaube ich, wirklich sehr schwierig. Nimm doch diese Signale, dass du jetzt nachts nicht schlafen kannst, nimm die doch mal so ernst, dass du von dir aus vielleicht bereit bist, jetzt auch weitere Schritte zu gehen. Nämlich weitere Schritte würden bedeuten, das würde ich dir wirklich sehr, sehr ernsthaft empfehlen, dass du in eine Therapie gehst. Ja, da hatte ich auch schon drüber. Ja, das finde ich schon. Also da gibt es eigentlich gar kein Drumherum reden. Das müsstest du tun. Das musst du für dich tun, damit du wieder in die Balance kommst. Und du musst in der Balance sein, weil du eine große Familie hast und Verantwortung trägst. Ja. Wenn du zu einem Nervenbündel wirst, schadest du deiner ganzen Familie. Ja, das stimmt wohl. Ja. Meine Psychologin heute Nacht heißt Sabine. Mhm. Die hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Und die wird jetzt alle weiteren Schritte erklären, was du tun solltest, wenn du das gerne möchtest. Ja, doch, das wäre nett. Ich würde es dir dringend empfehlen, wirklich. Ja, das wäre nett. Ja? Auf jeden Fall. Dann legst du bitte auf und Sabine ruft dich an, Dieter. Ja, okay. Alles Gute dir und deiner Familie. Okay, und mach weiter so mehr. Vielen Dank. Danke, okay. Tschüss. Tschüss. Ja, Leute, unser Thema heißt schlaflose Nächte. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr vielleicht große Schlafprobleme habt, die ihr die Nacht zum Tage macht oder die ihr vielleicht auch krank seid und nachts nicht schlafen könnt. Oder vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter euch, der, naja, des Nachts ein Doppelleben führt und mir ein wenig darüber berichten möchte. 0800 220 5050, unsere Nummer, oder mailt domian@wdr.de. Weiter geht es mit dem Thorsten. Thorsten ist 32. Hallo Thorsten. Hi Domian. Ja, Thorsten. Du hast dich auch zu unserem heutigen Thema gemeldet. Ja, also ich bin tablettenabhängig. Was für Tabletten sind das? Zum Schlafen, sag ich mal so. Schlaftabletten? Genau. Mhm. Weil du so eklatante Schlafprobleme hast, oder? Ja, genau. Ich war früher mal im Bäcker und man musste früh ins Bett gehen und früh aufstehen und dann kauft man einfach Tabletten, die frei verkäuflich waren. Bitte? Die? Man kauft die Tabletten, die frei verkäuflich waren. Ach so, ja. Mhm. Das heißt, dieser Beruf des Bäckers hat dich aus deinem normalen, natürlichen Schlafrhythmus rausgebracht? Ja, eigentlich schon. Was machst du heute vom Beruf? Ich bin bei einer Zeitarbeitsfirma. Zeitarbeitsfirma. Und wie lange bist du aus dem Bäckerberuf raus? Seit 1990. 99? 90. Ach, so lange? Eigentlich schon, ja. Moment mal, 99? Du bist 32. Stimmt, da war ich gerade mal so 18. Ah, und von dieser Zeit an hast du diese Schlafprobleme? Genau. Und von dieser Zeit an nimmst du Schlaftabletten? Richtig. Und sind das heute auch noch Schlaftabletten, die frei verkäuflich sind? Oder sind die kriege ich vom Arzt verschrieben. Das heißt, das sind härtere? Ja, eigentlich schon, ja. Nun kenne ich mich mit den Präparaten nicht so aus, aber das sind schon starke Medikamente. Eigentlich schon, ja, sehe ich so. Wie viel musst du da pro Nacht, oder wie viel nimmst du pro Nacht? Das so 3 Tabletten ungefähr. Jede Nacht? Ja, jede Nacht, genau. Hast du denn mit deinem Arzt darüber gesprochen, dass... ja, klar, aber er verschreibt mir die Munter weiter und ich bin froh, dass ich schlafen kann. Ich habe ja mal ausprobiert, ohne zu schlafen. Dann geht man 3 Tage arbeiten gehen, ohne zu schlafen. Und dann irgendwann kippt man um. Ja. Ach so, das heißt, wenn du die nicht nimmst, ich verstehe dich so schlecht. Wenn du die nicht nimmst, dann kannst du gar nicht schlafen. Genau. Mhm. Das hast du schon ausprobiert? Genau. Hast du denn schon mal versucht, die Dosis etwas runterzufahren? Ja, natürlich, aber
das geht dann ein paar Tage, geht's gut und dann liegt man abends im Bett und man kann nicht schlafen. Was ist denn das für ein Schlaf? Ich kenne das so, wenn ich mal Schlaftabletten genommen habe, fühle ich mich am anderen Morgen alles andere als erholt, sondern eher ziemlich fertig. Wie ist das bei dir? Da habe ich kein Problem mit. Also die ganz normal morgens auf, die arbeiten, also kein Thema. Fühlt sich sogar erholt durch diese Tabletten. Eigentlich schon, ja. Was ungewöhnlich ist, was sonderbar ist. Aber du würdest sagen, ganz klar, ich bin abhängig von diesen Medikamenten. Ja, würde ich sagen. Ich bin etwas erstaunt und auch entsetzt über deinen Arzt, dass der das so verantwortungslos, dass der das so bedient, dass er nicht mit dir ja Wege sucht, aus dieser Sucht herauszukommen. Vielleicht mit eher erstmal anderen Medikamenten. Ja gut, ich gebe natürlich auch ein paar Tricks, wenn man keinen hat, gibt man zum nächsten Arzt und lass sie das verschreiben. Aber diese kriegst du immer von demselben Arzt. Ja, man geht halt zum nächsten Arzt, nächsten Hausarzt, lässt sich da verschreiben oder zum nächsten Neurologen. Ah, verstehe. Da ist gar nicht der Arzt dann schuld, sondern du. So nimmt ja. Hast du denn mal mit einem Arzt Tacheles geredet und hast es dem so offen erzählt wie mir? Ja, eigentlich schon, aber dann kann man nicht helfen. Ich war auch schon im Krankenhaus und habe mal Entzugsschlaf gemacht und so weiter, aber ich bin dann fix am Foxy und habe dann ein paar Tage, wo ich dann wach bin. Danach brauche ich dann Schlaf und geht dann auch mehrere Stunden. Koma-Schlaf hat er bei mir, wo ich dann wirklich nachts um 12 Uhr weggehe und nächsten Tag um 12 Uhr aufstehe. Oder wird nächsten Tag. Ist dann nur trinken, Pipi machen gehen und. Nun ist das ja schon allgemein Wissen, dass man mit Schlaftabletten äußerst vorsichtig umgehen sollte. Stimmt, ja. Und dass man das vielleicht für einen gewissen Zeitraum, wenn man mal große Probleme hat oder krank ist, dass das okay ist. Aber auf keinen Fall einen langen Zeitraum und schon gar nicht unter sehr präziser ärztlicher Aufsicht. Weil die Gefahr der Abhängigkeit besteht, das ist ja bei dir schon gegeben, und eben auch die Gefahr vieler, vieler übler Nebenwirkungen. Ja, natürlich, klar. Es gibt jetzt, guck dir die Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel an. Da wird einem ja meistens übel, wenn man das liest. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, Mensch, du bist erst 32, wie soll denn das weitergehen? Keine Ahnung. Du kannst es ja nicht bis in dein Rentenalter so praktizieren. Ja gut, aber ich kann halt nicht schlafen. Ja, das ist ernst zu nehmen. Aber ich finde, du solltest ja einen guten, einen wirklich versierten Neurologen, Psychiater suchen, der mit dir das Problem angeht und der dich vielleicht auch abfedernd von diesen Tabletten wegbringt. Vielleicht auch erstmal mit anderen Medikamenten. Ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt. Aber da wird es sicher Methoden geben, wenn du an einen guten Mediziner kommst. Ja, okay, klar. Aber möchte halt an einem gewissen Zeitpunkt abends 12, 1 Uhr und dann möchte schlafen. Und es klappt nicht. Man liegt da und hört und. Ja, das ist natürlich ein Automatismus. Und solange du denkst, solange das gut geht, du fühlst dich sogar noch gut dabei, nimmt man das vielleicht auch nicht so ernst. Aber in dem Moment, wo ein gesundheitliches Problem, ein Leberschaden oder weiß ich, ein Hirnschaden auftritt, dann ist es vielleicht unter Umständen schon zu spät. Das ist natürlich wahr. Lebst du alleine? Ja. Ja. In der ganzen letzten Zeit alleine gelebt? Nein. Ja, also es gab auch schon mal Partnerinnen. Genau. Die wussten das, dass du so Schlaftabletten immer... Ja, eigentlich schon. Ich habe auch kein Problem, wenn ich auf einer Feier war und beim Bekannten schlaf und genug Bier auf habe. Nämlich kommt ja nicht. Und dann? Ja, dann schlafe ich ein. Also du nimmst die auch mit Alkohol zusammen? Genau. Ja. Thorsten, also ich sage es dir ja wirklich so aus meinem allgemeinen Eindruck heraus. Unternimm etwas. Such dir einen ordentlichen Arzt, der mit dir zusammen dieses Problem angeht. Irgendwann hast du dich vielleicht so reingeritten, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist daraus. Noch viel, viel schlimmer ist dort und schwieriger rauszukommen, als es jetzt schon schwierig ist, dort rauszukommen. Ja klar, aber möchte ich schlafen. Also wenn ich halt keinen nehmen würde, dann würde ich die ganze Nacht wach liegen. Ja, aber die Alternative ist ja nicht, wenn du zu einem Arzt gehst, dass du keine nimmst. Wenn ein Arzt deinen Fall richtig durchleuchtet, wird es sicher Mittel geben, dir auch erstmal zu helfen, aber vielleicht erstmal mit anderen Medikamenten, mit harmloseren Medikamenten, dass man sich vielleicht aus der Sucht herausschleicht. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen, aber es wird eine Methode und ein Mittel geben. Also ich war im Schlaflabor und das hat mir gar nichts gebracht. Aha, da warst du ja dann schon mit sehr kompetenten Leuten zusammen. Also das hat mir gar nichts gebracht. Ich lag die ganze Nacht wach und war nicht zum Schlafen.
Thorsten, es ist deine Gesundheit und dein Leben. Ja, natürlich. Ne? Ja. Also wenn du es weitermachst, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass du krank wirst. Ja, das war. Ne? Also musst du letztendlich, du bist Herr deiner selbst. Dann musst du irgendwann sagen, und dann gehe ich jetzt zum 10. Arzt, dann ist das wird schon jemand sein, der das kann und der mir da weiterhelfen kann. Klar, aber man muss erstmal einen vernünftigen Arzt finden. Das muss man suchen, das ist mir klar. Aber ich würde es dir wirklich dringend raten, das zu tun. Ja? Lieber Thorsten, damit du irgendwann vielleicht dann auch mal ganz normal schlafen kannst. Ja, okay. Das würde ich dir sehr wünschen. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Schlaflose Nächte, das ist unser Thema heute. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50. Jetzt bin ich verbunden mit wem geht's weiter? Mit Andrea. Andrea ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Andrea. Schön, dass du da bist. Danke. Ich habe seit 11 Jahren chronische Insomnie, sprich Schlaffragmentierung. Das heißt, ich habe den Schlaf einer 80-Jährigen. Du hast den Schlaf einer 80-Jährigen? Was bedeutet, wie ist der Schlaf einer 80-Jährigen? Na, die schlafen 2 Stunden und dann ist Ende. Und dann dösen sie meistens nur noch. Ist das so? Ja. Ich kenne 80-Jährige, die schlafen die ganze Nacht. Ja? Ja. Dann habe ich da noch gut, dann einigen wir uns auf 90. Ja, im Ernst, ja, es wundert mich jetzt gerade, dass du das so sagst. Okay. Ich war zweimal im Schlaflabor, einmal 94 und einmal 97. Ja? Nein, Quatsch. 97 war ich das erste Mal im Schlaflabor und dann 2004. Und 2004 hat man mir halt gesagt, es ist Schlaffragmentierung und es geht definitiv nicht mehr weg. Das heißt, du schläfst pro Nacht 2 Stunden? 2,5 Stunden war es so das Höchste. Dann bin ich jetzt im März. März, April war ich in Bad Bramstedt, das ist eine Klinik für psychosomatische Sachen. Auch wegen den Schlafstörungen, da hat man mir auch gesagt, das geht definitiv nicht mehr weg. Sie können mir so nicht mehr helfen. Mhm. Sie können mir aber helfen, damit klarzukommen. Wie kann man damit klarkommen? Das frage ich dich. Das weißt du nicht. Na, die haben dir gesagt, sie können dir helfen, damit klarzukommen. Ja. Das heißt, also, die müssen irgendwelche Methoden haben. Ja, dass ich den Tag ohne Druck anfange und meine eigenen Grenzen wahrnehme und ach so, ja, also nur so normale Ratschläge, also nichts ja, richtig. Ich mache dann seit dem 7.5. eine ambulante Therapie, auch deswegen. Ab dann im Juli eine richtige böse Krise gehabt, 14 Tage Krisenintervention und seitdem geht's richtig bergab. Ich bin jetzt auf 1 Stunde Schlaf. Auf 1 Stunde Schlaf pro Tag? Mhm. Das ist ja. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Nee. Wenn man selbst so mal über einen längeren Zeitraum nur sehr wenig, so geht es mir, sehr wenig geschlafen hat, bin ich völlig fertig. Wenn ich ein Nervenbündel. Ich bin auch wieder in die Magersucht abgerutscht. Ja. Habe jetzt schon in den letzten 5 Wochen 20 Kilo abgenommen. Sag mir mal, das war mir am Anfang nicht ganz klar, seit wie vielen Jahren leidest du darunter? Seit 96. Seit 1996? Ja. Wenn du 1 Stunde pro Nacht schläfst, ja. Welche Stunde ist das? Wir reden jetzt miteinander, also folglich schläfst du nicht. Schläfst du dann nach, so um 3 oder 2? Ich habe schon geschlafen. Ach, du hast schon geschlafen? Ich habe schon 1 Stunde geschlafen, ja, weil ich gehe auch noch halbtags arbeiten. Das schaffst du auch noch? Ich gehe gerne arbeiten, das ist das Problem. Also du schläfst von Mitternacht bis 1 so ja. in der Kante ungefähr? Ja. Das heißt, jetzt, während wir reden, ist für dich schon der Morgen? Ja. Und da kommt nichts mehr in der Nacht? Da kommt gar nichts. Wie verbringst du diese einsamen Nächte? Ich bin ein bekennender Bibliophiler, also ich habe über 1000 Bücher zu Hause, ja. habe Filme und habe mir jetzt am Samstag aus lauter Verzweiflung schon einen Computer gekauft, kriege demnächst Internet in der Hoffnung, dass ich dann so die Nächte, also die müssen einfach für mich erträglicher sein. Ja. Hast du denn die... Dass der Leidensdruck weggeht. Verstehe. Hast du die Konzentration überhaupt zu lesen? Ich weiß von mir, wenn ich sehr müde bin, kann ich gar nicht lesen, weil ich gar nicht konzentriert bin. Ich lese, aber ich lese doch nicht. Jetzt, die letzten Nächte, geht's gar nicht mit Lesen, weil die Augen so übermüdet sind, dass es verschwimmt. Mhm. Und das Schlimme ist, also das Schlimmste sind eigentlich auch die Schmerzen, diese körperlichen Schmerzen. Das heißt, es ist Überanstrengung, weil der Körper sich ja nachts nicht ausruhen kann. Aber würde es dir nicht helfen, wenn du dann 1 Stunde schläfst, aber vielleicht 3 Stunden einfach noch zumindest so dämmerst und liegen bleibst? Ich bleib ja liegen, ich versuche es ja immer wieder, aber ich bin einfach wach und dann geht das Gedankenkarussell halt los und dann muss ich irgendwas machen, weil sonst drehe ich bald durch. Ich bin ganz erstaunt darüber, dass man überhaupt als Mensch das aushält, über einen so langen Zeitraum so wenig zu schlafen. Ich würde
wenn ich ehrlich sein darf, ich bin noch kurz vorm Aufgeben. Hm. Also du hast gerade angedeutet, dass die Magersucht zurückgekommen ist. Mhm. Gibt es sonst noch psychosomatische Begleiterscheinungen? Also die Schmerzen. Hm. Schmerzen am ganzen Körper, Erschöpfungsschmerzen. Ja, das sind also so ähnlich gleichzusetzen, wie man, wenn man Weichteilräume hat, diese Schmerzen. Mhm. Mhm. Dann bekomme ich noch Suchtdruck. Ich bin Polytox, aber ich bin 11 Jahre von den Tabletten runter und jetzt nächsten Monat 5 Jahre von den Amphetaminen. Und der Suchtdruck ist mehr nach Speed, weil wenn ich das nehme, tagsüber dann endlich mal wieder fit sein, nicht mehr müde sein, keine Schmerzen mehr haben. Aber ich kämpfe dagegen an, aber es ist hart. Ja, das musst du, glaube ich, auch dagegen. Ja, nicht, glaube ich, auch. Du musst dagegen ankämpfen, weil du dann in eine weitere Katastrophe hineinrutschst. Ja, ich kann mir doch jetzt die letzten 5 Jahre nicht so gekämpft. Ich kann mir das doch jetzt nicht versauen. Und dann arbeitest du auch noch am Tage? Ja, 4 Stunden. So, was machst du? Tagespflege für Demenzkranke. Ach, da auch noch einen extrem schwierigen und anstrengenden, energieaufreibenden Job. Ja. Und nächstes Jahr wollte ich dann Schwesternhelferschein machen. Mhm. Aber das Arbeitsamt muss das ja bezahlen und die schicken mich jetzt am 1.10. zum Amtsarzt zwecks Klärung meiner Arbeitsfähigkeit. Ich habe panische Angst, dass der sagt, nee, ist. Mhm. Weil ich gerne arbeiten gehe. Ich gehe so gerne arbeiten. Das Gefühl, ich habe was, ich habe das Geld, was ich am Monatsende bekommen habe, wirklich verdient. Das möchte ich nicht mehr missen. Ja, ja. Andrea, der Thorsten hat gerade erzählt von seiner Sucht, von seiner Tablettensucht. Ja, Schlaftabletten. Ja, Benzodiazepine, ja. Das heißt, du hast auch mit Schlaftabletten alles Mögliche schon versucht? Nein, also ich war von 91 bis 94 Benzos abhängig. Rohypnol, Valium und alles sowas. Und er soll Entgiftung und dann übergangslos gleich Therapie machen. Das heißt also, für dich ist, du hast das ganze Programm hinter dir und das ist für dich absolut keine Lösung? Nein, also ich... Der Therapeut, zu dem ich jetzt immer gehe, der fängt jetzt wieder an mit Tabletten. Mhm. Und im Juni, wo ich die Krise hatte, da habe ich dann mich breitschlagen lassen und habe dann angefangen mit unterärztlicher Aufsicht mit 25 Milligramm Stangyl. Die habe ich wirklich abends genommen und habe mit mir geredet wie mit einem Kleinkind. Mhm. Habe die genommen und habe dann auch nur 1,5 Stunden geschlafen, war aber bis nachmittags um 4 im Gym und habe bis Sonntag gezittert und Schweißausbrüche und da war mir klar, keine Tabletten. Die können mir erzählen, die machen mich abhängig. Mich machen die abhängig, weil ich Suchtbolzen bin. Und es gibt für diese Erkrankung, die du hast, auch keine genau auf diese Erkrankung abgestimmten Medikamente, die den Patienten so ein bisschen das Leben erleichtern können. Gibt's nicht. Also er hat letztens wieder was von leichten Neuroleptikern geredet und er meinte, die machen mich abhängig, aber ich habe solche panische Angst, wieder abhängig zu werden. Ich will es einfach nicht. Ist das ein Psychiater, mit dem du Kontakt hast? Ein Therapeut, zu dem ich alle 14 Tage hingehe. Ja, ist es ein Arzt, ein Psychiater? Ja. Hast du denn Vertrauen zu diesem Mann? Ja, aber meine Angst ist viel, viel größer wieder. Hast du ihm denn diese Angst auch gesagt? Ja, das weiß er. Er weiß es und er akzeptiert es auch. Und ich habe gesagt, ich will es einfach so probieren. Wenn ich einfach lerne, das zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, dann ist doch schon mal alles viel leichter. Aber ich kriege es einfach nicht hin, weil... Wenn jemand so chronisch, so lange schwer erkrankt ist, suchen viele Leute ja auch auf ganz anderen Gebieten Hilfe. Warst du mal so im Bereich der Naturheilkunde, der chinesischen Medizin? Hast du da mal Versuche unternommen? Das kann ich gar nicht bezahlen. Mhm. Ich habe 230 Euro im Monat übrig und komme mit denen also sehr gut aus. Aber sowas läuft nicht, kann ich nicht mitnehmen. Jetzt sag du bitte nochmal den Fachbegriff deiner Erkrankung. Chronische Insomnie und das darunter ist dann Schlaffragmentierung. So, jetzt, ich möchte einfach ein Experiment wagen. Die Leute, die sich damit auskennen, haben das ja sofort kapiert und begriffen, nachdem du den Namen genannt hast. Ich würde euch gerne draußen am Radio, im Fernsehen bitten, wer davon Ahnung hat und wer vielleicht Ideen hat, auch im Bereich der unkonventionelleren Medizin, ich sage jetzt mal Stichwort chinesische Medizin oder Naturheilkunde, wo es nicht so sehr teuer ist. Wer eine Idee hat für Andrea, vielleicht einen Rat, einen Tipp abzugeben, mailt uns das doch bitte. Wir würden das gerne an die Andrea weiterreichen. Ich wäre dankbar. Vielleicht ist es ja ein Weg, vielleicht kriegen wir irgendeine interessante... Es muss ja nicht immer alles sehr viel Geld kosten, was hilft. Mhm. Es gibt ja manchmal auch ganz, ganz verrückte, einfache Dinge, auf die man nur nicht kommt oder die Schulmedizin darauf nicht kommt. Also gegen die Schmerzen abends mache ich schon PMR, also das erleichtert es auch schon ein bisschen. Was ist PMR?
progressives Muskeltraining. Ah ja, du bist sehr versiert in den ganzen Fachbegriffen, ich mag es schon. Ja. Wird man zwangsläufig, ne? Wird man, ja. Was bleibt mir anderes übrig? Ich will einfach, ich möchte nicht aufgeben und klar habe ich Selbstmordgedanken, aber ich will nicht wirklich sterben. Ich möchte einfach nur, entschuldige bitte, dass ich das so salopp jetzt ausdrücke, aber ich möchte einfach nur, dass die Scheiße endlich aufhört. Wie bist du eingebunden? Hast du Freunde oder hast du einen Partner? Partner gar nicht, weil ich mich im Moment als große Belastung empfinde für jeden Mann. Ja. Freunde habe ich, die helfen mir, wo sie mir können, aber die können mir nicht wirklich helfen. Ja. Aber immerhin, es gibt ein Umfeld, du stehst nicht ganz allein in der Welt da. Hm. Nein, also ich arbeite, die wissen auch Bescheid und die machen sich jetzt auch schon langsam Sorgen. Und heute zum Beispiel habe ich einen Kumpel getroffen und der meinte, ich sehe aus wie der Tod auf Latzen. Da war ich, das ist genau das, was ich hören will. Hm. Aber man sieht es mir jetzt wirklich schon an. Und ja, also schon. Mich erstaunt es ja, wie gesagt, überhaupt, dass du das so lange schaffst und das aushältst. Das ist was ja, soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich gehe, das ist das Problem. Wenn ich ein fauler Sack wäre, dann könnte ich mich drauf ausruhen auf den Schlafstuhl. Aber ich gehe verdammt nochmal gerne arbeiten. Mhm. Das macht mir Spaß. So. Und das ist das Problem. Ich will und mein Körper sagt, nee, ist nicht. Also irgendwie passen wir nicht zusammen. Ich wiederhole nochmal meine Bitte an unsere Zuschauer und Zuhörer. Wer eine sehr gute Idee hat für Andrea, für ihre spezielle Erkrankung, wenn ihr Erfahrung habt, bitte mailt uns. Und wir reichen es ganz rasch an die Andrea weiter, in der Hoffnung, dass es hilft. Und dass wir vielleicht auf eine Spur kommen, Andrea. Gut. Das könnte ich dir anbieten und wer weiß, vielleicht haben deswegen wir... rufe ich dich ja an. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und hoffe, dass wir was Interessantes für dich rausfischen können. Ja, du bist der letzte Strohhalm, der berühmte letzte Strohhalm. Ja. Okay. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Alles Liebe, alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Schlaflose Nächte ist unser Thema und ich bin verbunden mit Ursula. Und Ursula ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Ursula. Ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Und du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, ich habe es jetzt das erste Mal versucht heute Abend und prompt durchgekommen. Na siehst du, das ist doch toll. Das ist schön. Ja, ich habe auch Probleme. Ich habe Tinnitus. Und da wollte ich mal mit an die Öffentlichkeit gehen. Das heißt, dass das ewige... Da vielleicht jemand helfen könnte. Das ewige Pfeifen im Ohr. Ja, das ist immer ein Pfeifen im Ohr. Seit wann hast du es? In beiden Ohren. In beiden Ohren? Ja. Seit wann hast du es? Seit 11 Jahren jetzt. Ja, seit 11 Jahren schon? 11 Jahre schon, ununterbrochen. Wie? Das fing an mit Mittelohrentzündung. Ja. Und da hatte man mir gesagt, der Ohrenarzt, das geht wieder weg. Und wenn die Entzündung abgeklungen ist, ich hatte 5 Wochen damit zu tun, die Entzündung war weg, es ging und ging nicht weg. Mhm. Und dann hat man mir nachher gesagt, wenn es ein Vierteljahr ist, dann ist das chronisch. Dann kann man da nichts mehr dran machen. Dann hat man mich aber mal zur Kur geschickt, dass die eventuell ein bisschen helfen könnten. Ich bin in der Zeit 2-mal zur Kur gewesen, vom Pontius Pilatus gelaufen, von einem Arzt zum anderen. Es hat mir niemand helfen können. Wie stark, versuch mir das mal zu erklären, wie stark ist dieser Pfeifton in beiden Ohren? Ja, man hat mir gesagt, das wird in Schweregrade gemessen. Man hat gesagt, jeder Mensch hat Tinnitus und der ist so leise, als wenn ein Blatt vom Baum weht. Also man hört es nicht. Mhm. Und bei mir, wer das jetzt hört, das wird durch irgendwas Stress oder irgendwas aufgeschaukelt. Mhm. Und ich habe Schweregrad Nummer 3. Also das ist schon ganz schlimm. Merkst du das denn, wenn du in angespannten Situationen bist, dass es schlimmer wird? Es wird dann schlimmer, Also es gibt einen klaren Zusammenhang, Stress und... Stress. Durch Stress wird es schlimmer und wenn ich aber den Stress nicht habe, ich empfinde es also durchgehend als schlimm. Und man hat mir auch bescheinigt, mein Leidensdruck müsste wohl sehr groß sein. Also. Ja, wie ist denn das, wenn du dich dann abends ins Bett legst und es ist eigentlich alles ganz still um dich herum, du hörst das Pfeifen dennoch? Ich höre es dennoch und es macht ja verrückt. Wenn es still ist, man wird verrückt. Also ich gucke jetzt schon jahrelang jeden Abend eine Sendung, dann gehe ich ins Bett, dann liege ich noch manchmal bis um 3:30 oder je nachdem, das ist schlimm. Das heißt, ein Spaziergang in einer sehr stillen Natur ist für dich eine Tortur. Ja, das kann ich nicht genießen. Du musst, fühlst du dich in einer Großstadt, wo viele Geräusche sind, wohler, weil dein... Ja. Ja, ist das schon verrückt. Ich höre viel Musik, ich habe Kopfhörer auf, ich höre immer den ganzen Tag, aber man kann doch nicht nur immer Musik hören, das geht irgendwo auch nicht. Bist du noch berufstätig?
Nein, wir haben ein großes Haus, wir haben ein großes 1200 Quadratmeter großes Grundstück. Also da hat man viel Arbeit, viel zu tun und ich könnte auch gar nicht arbeiten. Das heißt, du lebst mit deiner Familie zusammen, mit deinem Mann oder? Ja, ich habe noch einen Mann, der ist auch schon sehr krank, der hatte schon einen Unfall, also ist aus dem Kirschbaum gefallen, dreimal an der Wirbelsäule operiert, der hatte schon Prostatakrebs, ich bin ein bisschen aufgeregt, und der hatte Darmkrebs und der hat mit sich genug zu tun. Aber vielleicht ist das genau auch ein Punkt, der dich so belastet. Das stimmt. Das ist bei jedem Tinnitus-Betroffenen durch Stress, durch Krankheiten. Das heißt, wenn der Mann, wenn es ihm schlechter geht, geht es hier letztendlich auch schlechter und es hat eine Auswirkung? Ja, das stimmt. Ja. Habt ihr Kinder? Ein Sohn, ja. Ja? Wie alt ist der? Der ist jetzt 17 und der leidet ja auch unter dieser Situation. Der wohnt noch im Haus? Ja, der wohnt noch im Haus, ja. Der geht noch zur Schule. Wie alt ist dein Mann? Der ist 10 Jahre älter als ich, der ist 65. 65, aber der schon seit seinem 53. Lebensjahr zu Hause, wo er nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Aber da haben wir ja den Stress, ne? Der dich wahrscheinlich so malträtiert. Ja. Aber wie will man den ausschalten, wenn der Mann eben krank ist, dann ist er krank. Da kann man da kann man nichts dran machen. Man hört nur Krankheiten, man hört nur sowas. Über Tinnitus liest man ja in den letzten Jahren sehr viel. Und es gibt ja ganz viele neue, ich habe das neulich nochmal so überflogen, ganz viele neue Therapiemöglichkeiten. Bist du da optimal und rundherum informiert? Ich bin schon rundherum informiert. Ich stehe mit der Tinnitus-Liga in Verbindung. Also die haben sehr hohe Beiträge, aber ich schicke immer Spenden hin, so viel wie es mir möglich ist. Das heißt, du bist auf dem neuesten Infostand bist du? Ja, da kriege ich schon Informationen. Wenn ich eine Spende hinschicke, bekomme ich Informationen, was es Neues gibt. Aber es gibt definitiv noch nichts Neues. Das bedeutet, dass du dich damit im Moment noch abfinden musst? Ja, ich werde mich damit abfinden müssen und das vielleicht noch jahrelang, wenn ich Pech habe. Wenn du Pech hast. In der Hoffnung, dass man irgendeine Therapieform entwickelt? Ja, ich hoffe, dass es eine Therapieform gibt, die einem helfen kann. Ich habe schon alles ausprobiert, chinesische Medizin, alles schon. Ja, kann es bei Tinnitus auch so sein, dass er so kommt, dass er so geht, wie er kommt, dass er von alleine weggeht? Es hat mir ein Psychologe gesagt, der mich in einer Kurklinik betreut hat, er hat es 5 Monate gehabt und der hat wortwörtlich gesagt, es war beschissen. Er hat gesagt zu seiner Frau, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich muss mir anhören, was andere haben und bin doch selber betroffen. Und bei denen ist es aber wieder weggegangen. Aber durch was für Gründen auch immer. Nach relativ kurzer Zeit aber, ne? Ja, das ist dann wieder, 5 Monate, da war es wieder weg. Da hat er sich Auszeit genommen, hat Urlaub genommen, da war das wieder weg. Aber merkst du denn, du merkst schon auch Schwankungen, dass es manchmal Tage gibt, wo es ein bisschen reduzierter ist und Tage, wo es schlimmer wird? Schwankungen, ja, so groß sind die Schwankungen nicht. Zeitweise geht es mal für 5 Minuten, dann denke ich auch mal, oder man kann es sich auch einbilden, er wäre gar nicht da und dann ist er prompt wieder da. Und dann die Nebengeräusche, das ist schlimm. Ich höre 10-mal am Tag unsere Haustür klingeln, dann denke ich, es hat jemand geschellt. Aber es hat gar keiner geschellt. Nein, das ist aber ganz normal. Ich habe in der Kur einen Mann kennengelernt, der hörte immer Telefon, also das ist normal. Was glaubst du, wenn man... nervös. Bitte? Es macht nervös. Ja, das wollte ich gerade fragen, wenn man 11 Jahre damit malträtiert wird. Und da noch Schwindel dazu kommt. Ach, das kommt auch noch dazu. Ja, Schwindel auch noch. Ich habe Lagerungsschwindel, das ist ganz schlimm. Das heißt, deine Psyche ist auch arg gebeutelt? Ja. Dieser Lagerungsschwindel, der kommt sehr häufig. Was tust du dir Gutes, um das aufzufangen? Oder ein bisschen abzufedern? Ich setze mich öfter mal aufs Fahrrad, fahre mal in die nächstgrößere Stadt, esse mir ein Eis, mache mal Schaufensterbummel, aber das bringt mir alles nicht wirklich viel. Dann fühle ich mich zwar ein bisschen wohler, aber dann denke ich immer, wenn jetzt das Geräusch nicht wäre, dann wäre es noch besser. Also immer das Geräusch im Hinterkopf, also man hat gar keine richtige Entspannung. Ja. Die Nerven sind immer zum Zerreißen angespannt, man kann gar nicht... Ist das denn auch verbunden, in der Sendung heißt ja schlaflose Nächte, dass du auch schlechter schlafen kannst deshalb? Ja, sicher. Das ist so. Ja, das ist...
Man schläft unruhig, man wird zwischendurch mal wach, dann hat man es wieder, dann könnte ich mit dem Kopf vor die Wand laufen, ich könnte, also ich habe schon alles Mögliche deswegen gemacht, aber am Anfang war es so schlimm, da wollte ich mich auch schon mal selber also umbringen, ehrlich gesagt. Da war das so schlimm, also da ging es nicht mehr. Aber das hast du jetzt wieder so, da hast du dich gefangen. Ja, das war einmal, da hatte ich so eine Situation, da hat mein Mann dann gesagt, bist du denn verrückt geworden, und hat mir die Tabletten aus der Hand geschlagen. Ich hatte schon eine ganze Handvoll in der Hand und hat gesagt, ja, ich wollte Tabletten nehmen. Ich habe gesagt, ich halte es nicht mehr aus, das ist unerträglich. Wie ist denn der Gesundheitszustand deines Mannes im Moment? Immer Schmerzen, der hat arge Schmerzen und er ist austherapiert durch diesen Sturz aus dem Kirschbaum. Der war kurz vor der Querschnittlähmung, der hatte schon Lähmungserscheinungen und das ist so schlimm, jede Bewegung tut ihm weh. Das heißt, du bist permanent damit konfrontiert? Ich werde jeden Tag damit konfrontiert. Wenn er mir das nicht sagt, ich sehe es ihn ja an, der Gesichtsausdruck, wie er geht. Gibt es denn, abgesehen von dem Eisessen, vielleicht noch so eine Insel in deinem Leben, vielleicht eine gute Freundin oder irgendwas, wo du es dir einfach mal gut gehen lässt? Und wo, ja, das gibt es schon. Das gibt es. Ja, sicher, da kann ich schon mal hingehen, kann mich aussprechen, aber die Frau ist selber auch krank. Also ist das ein Schicksal, was du im Moment so annehmen musst? Ja, das müsste ich so annehmen und ich hoffe ja, dass es vielleicht jemanden gibt jetzt, wer jetzt zuhört, der vielleicht Hilfe erfahren hat. Ja. Achso, die Hoffnung hast du doch auch. Ja. Ich dachte jetzt schon, da du in Verbindung bist mit den Selbsthilfegruppen und allen möglichen Leuten, dass du schon sehr viel weißt. Aber es könnte dennoch was sein, dass jemand vielleicht eine Idee hat. Ja, sicher. Ja, gerne, Ursula. Natürlich biete ich dir das auch an. Wenn jemand eine Idee hat in Sachen Tinnitus, das betrifft ja sehr viele Menschen. Sicher. Bitte auch mailen und wir reichen es weiter an Ursula. Ich habe schon von verschiedenen Leuten das gehört. Mir hat ein Psychologe erzählt, sogar eine Frau, die wollte sich selber den Kopf abhacken. Die hat den Kopf auf den Hauklotz gelegt und wollte schon selber da Hand anlegen. Aus Verzweiflung. Ja, hatte eine Bate in der Hand oder eine Axt und wollte da schon selber. Also, und da ist der Mann dann dazugekommen und hat noch in letzter Minute da weggerissen und hat mit ihr geschimpft. Aber das. Also Ursula, auch dir verspreche ich, wenn unsere Zuschauer, unsere Zuhörer einen guten Tipp haben, reichen wir das natürlich an dich weiter. Und ich bin eigentlich ganz guter Dinge auch, weil ich glaube, dass so viele Leute, wie gesagt, das haben und entsprechend auch viel nachdenken, recherchiert haben. Und oder vielleicht auch ein Arzt noch zuhört. Vielleicht. Das wäre schön. Also, liebe Ursula, ich wünsche dir erstmal viel Kraft und alles Gute. Dir und deiner Familie, deinem Mann. Ja, danke. Und du hast mein Wort, dass du alles kriegst, natürlich so schnell wie möglich, was hier bei uns eintrudelt. Ja, danke. Alles Liebe, alles Gute. Danke und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt zu unserem Thema schlaflose Nächte, meldet euch oder meldet ganz einfach domian@wdr.de. Jetzt begrüße ich ganz herzlich den Horst und Horst ist 54. Hallo Horst. Mein Name ist Rolf und ich bin 54, Ich bitte um Entschuldigung. Ich glaube 54 hatte ich gesagt, ne? Ja, das ist richtig. Rolf. Rolf. Also ich begrüße ganz herzlich den Rolf. Ja. Rolf, schön, dass du auch da bist. Und warum hast du dich zu dem Thema gemeldet? Ja, einfach weil es viele Menschen gibt, die unter dem gleichen Problem leiden und nicht seit 17 Jahren durch einen Autounfall. Und nach dem Autounfall war ich auch bei einem Neurologen, Psychologen und der hat mir gesagt, das ist psychisch bedingt, das hat mit dem Autounfall nichts zu tun. Also das Problem heißt, dass du nicht schlafen kannst? Oder was ist das? Ich kann schlafen, ich bin ohne Schlafmittel 72 Stunden wach und schlafe dann erst 4 Stunden ein. 72 Stunden? Mensch, das muss ich erstmal begreifen. 72 Stunden wach, wenn du keine Schlafmittel nimmst und dann, wo du eigentlich völlig kaputt sein müsstest, schläfst du nur 4 Stunden. Dann schlafe ich 4 Stunden und ich kann wieder 72 Stunden weitermachen. Kannst du wirklich 72 Stunden weitermachen? Ja. Die Kraft hast du? Die Kraft hatte ich, ja. Die hattest du, sagst du? Bitte? Du sagst, du hattest diese Kraft, jetzt nicht mehr? Ja, das ist immer eine Frage, weil die Schmerzen ja auch da sind. Ja, eben ist über Tinnitus geredet worden. Tinnitus kann man einfach durch mentale Training wegkriegen.
Tinnitus kann man aber auch wegkriegen, und das wollte ich schon mal ansprechen. Es gibt ganz spezielle Kliniken, die setzen einen 3 Tage in Dauerschlaf. Mhm. Du gehst in die Klinik rein, wirst untersucht, mhm, und dann kannst du 3 Tage lang schlafen. Mhm. Du kriegst zwar alles mit, du gehst auf die Toilette zwischendurch, aber jeder Muskel entspannt sich. Hast du das schon gemacht? Ja, schon ein paar Mal. Schon ein paar Mal? Mindestens 2 Mal im Jahr. Aber ist das denn nur einfach mal dann so ein kleiner Kuraufenthalt, oder bringt das dann auch nachwirkend was? Das Nachwirken bringt es so, dass ich also bedeutend weniger Schlafmittel brauche. Mhm. Also du nimmst auch Schlafmittel ein? Ich nehme Schlafmittel, ja. Also du bist nicht, das war es gerade ein Missverständnis, du bist nicht immer 72 Stunden wach? Nein, also wenn ich keine Schlafmittel nehme, bin ich 72 Stunden wach. Ja, aber du nimmst welche? Jetzt nehme ich welche, mhm, seit ein paar Jahren, und dann schaffe ich es also 4 Stunden Schlaf die Nacht. Pro Nacht 4 Stunden? Mhm. Ich nehme also die ersten Schlaftabletten um 10 und die zweiten um 12. Heute aber nicht. Oder doch, du hast schon deinen Schlaf hinter dir? Nein, gar keinen. Ach, gar keinen? Ach so. Also diese Mittel, das ist ein bekanntes Mittel, Zopiclon nennt sich das, gibt von allen Herstellern. Und dieses Mittel wirkt bei normalen Leuten, ich sag mal, innerhalb von einer halben Stunde. Mhm. Da du aber jetzt ja Langzeitnehmer bist, mhm, dann wirkt das immer, also der Zeitdruck wird immer größer. Ach, ich verstehe. Du hast heute deine Schlafmittel schon genommen, damit du gleich nachher schlafen kannst. Damit ich so gegen 2-3 Uhr in der schlafe und bin dann morgen früh um 6 Uhr wieder wach. Merkst du denn jetzt schon so ein bisschen das Mittel? Nein, gar nicht. Das geht dann wie so ein kleines Sämmerchen und dann bist du weg. Ich hoffe nicht während unseres Gesprächs jetzt. Nein. sind das denn Mittel, die du dann auch, die nimmst du unter ärztlicher Aufsicht und Begleitung? Ja, logisch. Mhm. Das geht gar nicht anders, weil diese Abhängigkeit ja sehr, sehr stark wird, gerade bei Schlafmitteln. Man muss sich immer wieder auf eins konzentrieren. Es gibt nur, Schlafen ist ein Punkt, entweder direkt reinzukommen, mhm, oder aber es gibt auch Mittel, wenn, dass man, so wie die Zopiclon, bringt einen sehr schnell rein, mhm, in der Regel. Und dann gibt es aber von den Neurologen auch Säfte, die man danach nimmt, die dann das verlängern können. Ich verstehe, ich merke schon, du bist ein wirklicher Fachmann. Das Ganze ist zurückzuführen auf diesen Unfall, den du hattest. Das ist durch diese Schmerzkrankheit, also durch die abgekappten Schmerzsymptome. Vorher war alles in Ordnung. Alles in Ordnung, mhm, dann hat sonntags morgens bis 10, 11 Uhr mitgelegen, mhm, doch daran geweckt, ist zum Frühstück gegangen. Also was ganz Normales. Wie ist denn dein Allgemeinbefinden so tagsüber? Fühlst du dich so einigermaßen fit, oder bist du eigentlich auch immer angeschlagen? Nein, ich bin fit. Du bist fit? Also nachdem ich diese 4 Stunden hinter mir habe, bin ich fit. Ja. Ich habe 10 Schlaflabortests hinter mir, die mir das auch bescheinigt haben. Mhm. Also ich kann in der Regel dann voll Tätigkeiten ausüben. Ja, das heißt, du hast dich damit arrangiert. Ja. Der üble Beigeschmack bleibt nur, dass du diese Mittel nehmen musst. Das ist der üble Beigeschmack. Ja. Kann man die denn so immer nehmen bis zum Lebensende? Das ist eben die Frage. Ich nehme sie jetzt roundabout 17 Jahre, mhm, und habe meine Nierenfunktionen sind in Ordnung. Mhm. Man muss natürlich auch Einschränkungen in seinem Lebensverhalten machen. Also kein Alkohol oder wenn, dann nur in geringen Maßen. Ja, ja. Man muss versuchen, ja, ich sag mal, mental sich immer wieder zu stark zu machen, mhm, und an das Leben glauben. Mhm. Das ist das Wesentliche. Mhm. Dass man sagt, ich will einfach weitermachen. Mhm. Und ich habe ein Handicap, wie jeder Mensch hat ein Handicap, der einen Arm abhat oder ein Bein abhat. Ja. Und man muss versuchen, mit diesem Handicap zu leben. Ja. Und muss die Zeiten nutzen. Das heißt, die positiven Zeiten nutzen. Also, man muss etwas unternehmen. Das heißt, auch die, wie bei jeder Erkrankung, ist auch bei dieser Erkrankung die Einstellung sehr wichtig, die man hat. Ja, eben. Man kann sich der Krankheit unterordnen, oder man kann auch versuchen, stärker zu sein als die Krankheit.
Ja, und das, aber das muss man einfach mental machen. Mhm. Das ist leider das, was die Leute zu wenig tun. Mhm. Sie gehen, ich sag mal, dieses Jakobsenhilf, da gibt es auch noch andere Dinge, Qigong, wer es körperlich kann, Tai Chi ist eine ideale Sache, so etwas weiterzumachen. Mhm. Habe ich am Anfang gemacht, da waren die Schmerzen noch nicht so stark, da war ich aber in China drüben und habe das doch gelernt bei alten Leuten. Ah, ja. Das hilft dann, wenn man Nebenwirkungen wie jetzt Schmerzen oder sonstige Dinge mit hat. Ja. Es hilft unwahrscheinlich. Und ich bin ein Verfechter davon. Also, das fand ich jetzt sehr interessant, dass du auch so einen Aspekt mit jetzt in unsere Runde hier reingebracht hast. Und interessant auch, wie du damit umgehst. Ich wünsche dir, dass du das weiter so schaffst und dass sich diese Mittel nicht angreifen und dass du weiter damit gut über die Runden kommst, Rolf. Und es gibt ein ganz neues Studio, das ist in Leichlingen. Mhm. Und das ist Inder, der gerade solche Mentalübungen macht bei Schlaflosigkeit. Ah ja. Also, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man da ausprobieren kann. Die man ausprobieren kann und sie helfen immer nur teilweise und der Wille, einfach weiterzugehen in diesen ganzen Bereichen, ist sehr, sehr wichtig geworden. Ich danke dir sehr für deinen Anruf und für deine Erzählungen und Äußerungen und wünsche dir von Herzen alles Gute, Rolf. Und schöne Sendung weiter. Dankeschön. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das Thema heißt schlaflose Nächte und bisher haben wir so eher über Schwierigkeiten, Erkrankungen, Schlafprobleme gesprochen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen von euch, der ein Doppelleben nachts führt oder die Nacht zum Tage macht und mir darüber erzählen möchte. Wer weiß, wir gucken mal, wer noch angerufen hat. Hier ist Kenan, 23, guten Morgen. Guten Morgen. Kenan, stimmt? Ja, das stimmt. Kenan, hi. Mhm. Du hast dich auch gemeldet bei uns. Warum heute? Ja, also ich habe jetzt ganz auf einmal so deine Sendung jetzt angeschaut. Habe gesagt, jetzt ruf schon mal an. Also bei mir ist es so, ich habe etwa vor einem Jahr wurde bei mir HIV festgestellt. HIV? Genau, also bin HIV-positiv. Ich wusste es davon natürlich nicht, das ist glaube ich bei jedem so, wurde bei mir so ausgetestet, indem ich habe in der Schule Blut gespendet, habe gedacht, okay, du machst wahrscheinlich was Gutes, hast auch Blutgruppe 0, wirst du wahrscheinlich schon was Gutes tun. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von dem Roten Kreuz, in dem stand, leider konnten wir ihre Blutspende nicht in die Bank weiternehmen, in die Blutspendebank. Weil wir positive Befunde bei ihnen gefunden haben. Ich habe mir natürlich dabei erstmal gar nichts gedacht. Also die haben nur erstmal geschrieben, weil wir positive Befunde, da war von HIV noch nicht die Rede. Nee, das kann ja alles Mögliche sein. Ja, verstehe. Ich war da vor einer Woche etwa erkältet, habe gedacht, gut, wahrscheinlich werden vielleicht irgendwelche Werte so hoch, dass man das vielleicht nicht benutzen kann. Ja. Und dann stand halt, bitte gehen Sie noch zu Ihrem Hausarzt, weil das wird ja noch, man muss ja am Anfang so einen Bogen ausfüllen. Und dann gehen Sie bitte zu Ihrem Hausarzt. Dann bin ich halt wirklich am Montag, ich hab diesen Brief am Samstag bekommen, bin sozusagen dann am Montag zum Arzt gegangen. Dann war es halt so, dass ich erstmal sehr lange gewartet habe, bis sie kam und dann hat sie schon richtig komisch geschaut, richtig bedrückt, habe ich gedacht, okay, ich hoffe jetzt nichts, was Schlimmes. Aber du musstest doch dann nochmal eine Blut... Das kam später, ja. Mhm. Also auf jeden Fall hat sie mir dann gesagt, erste Befund ist schon mal positiv. Tut mir leid, hat sie gesagt. Sie war auch ziemlich damit überfordert. Aber Moment mal, wenn du Samstag den Brief erst bekommen hast oder gehst montags zum Hausarzt... Das Problem, das lief auch richtig, das lief nicht so, wie es sein sollte. Meine Ärztin hat es Bescheid bekommen, ohne dass ich es wusste. Ach so. Ja, ach so. Das ist normalerweise auch und, verboten. Und da, ach, ich verstehe. Und in dem Brief an die Ärztin war es klarer ausgedrückt. Da war es klarer ausgedrückt. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich habe sozusagen nur, gehen Sie mal hin, da wurde was herausgefunden. Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich dann hingegangen bin. Sie hat mir das gesagt. Für mich war erstmal alles, ich habe gedacht, ich träume, ich habe angefangen zu weinen. Und also sie hat HIV gesagt. Die hat es gleich hammerhart gesagt. Sie war halt auch sehr ziemlich überfordert damit und hat sie gemeint, sie macht jetzt noch einen Test. Während sie das gemacht hat, ist sogar ein Tropfen Blut noch auf meinen Arm getropft, hat selber sogar zu mir gemeint, ich soll es wegmachen, war ich nochmals überfordert. Ich
das kann ja jetzt nicht sein. Und auf jeden Fall hatte ich dann noch so viele Fragen und dann hat sie mir irgendwann nach 5 Minuten gesagt, dass ich später kommen soll. Sie kann gerade nicht mit mir reden, sie hat noch andere Patienten. Mhm. Und so wurde ich halt raus entlassen sozusagen. Mhm. Bei mir ist halt so, ich habe auch einen Freund. Ich habe seit 2,5 Jahren jetzt einen Freund. Es wurde dann bestätigt nochmal. Genau. Der Test wurde erst dann später nochmal bestätigt. Ich hätte. Es kam dann eine Bestätigung irgendwann. Ja, nach 5, 6 Stunden. Auf jeden Fall habe ich meinen Freund dann angerufen und er kam dann schnell aus der Arbeit und dann sind wir auch erstmal zu mir nach Hause. Meine Eltern waren nicht da. Mhm. Dann haben wir erstmal geweint und alles Mögliche und. Mhm. Dann haben wir im Internet geschaut, ob es irgendwo irgendeine Beratungsstelle gibt, wo man uns helfen kann. Sind wir dann auch zu einer, sozusagen eine AIDS-Stelle gegangen, AIDS-Hilfe. Mhm. Das hat man da sehr geholfen. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich so eine Information einem schlaflose Nächte bereitet. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt so sagen, auf jeden Fall wurde das Bein dann auch ausgetestet, natürlich auch positiv. Ich hatte davor... Also dein Freund wurde auch getestet? Mhm, wurde auch ausgetestet, auch positiv und... Jetzt sind wir damit sozusagen jetzt seit fast 1,5 Jahre damit, ja. Sind bei einem sehr guten Spezialisten. Ja. Seit 1,5 Jahren. Mhm. Ja. Mhm. Alle 3 Monate müssen wir hingehen, da werden ja Bluttests gemacht, ja. Irgendwie Viruswert, Virusmenge und dann auch diese T-Helferzellen, da gibt es ja alle verschiedene Sachen. Genau. Geht es euch denn einigermaßen gut im Moment? Uns geht's sehr gut. Sehr gut. Super. Mhm. Uns geht's super gut. Also bei mir sind die Werte sehr, sehr gut. Aber du musst permanent Medikamente nehmen. Ich muss überhaupt keine Medikamente. Du musst keine nehmen. Mein Freund auch noch nicht, gar nichts. Ah, ja. Also heutzutage, inzwischen ist es eher so, dass man sehr, sehr später damit anfängt. Mhm. Deshalb muss man ja auch alle 3 Monate gucken, wie der Stand ist. Mhm. Man sagt immer, je später man anfängt, desto besser ist es auch. Weil wenn man einmal damit anfängt, es ist so, dass man es wirklich regelmäßig einnehmen muss. Das heißt, wirklich konsequent einnehmen und es können sich Resistenzen entwickeln. Und deshalb sagt der Arzt auch immer, besser versuchen, so erstmal durchzukommen, wenn es wirklich kritisch ist. Nun ist das ja heutzutage immer noch eine Tabukrankheit, obwohl so viel darüber gesprochen wurde und so viele Informationen durch die Presse gingen in den Jahren. Gehst du in deinem Umfeld offen damit um oder verheimlichst du das? Also meine Eltern wissen es nicht. Die wissen es nicht? Mhm. Und warum wissen sie es nicht? Ja, wie soll ich sagen? Also sie wissen erstmal nicht, dass ich einen Freund habe. Mhm. Also dass du schwul bist, wissen sie nicht? Genau. Mhm. Und warum wissen sie das nicht? Ja gut, ich bin Türke. Mhm. Meine Eltern sind zwar nicht so streng, aber ich könnte es halt denen nicht sagen. Also sie sind auch nicht wirklich so religiös, aber es ist halt... Ich könnte nicht, ich glaube, meine Eltern würden, also meine Mutter oder mein Vater würden zusammenbrechen und ich glaube nicht, das wäre für mich keine Hilfe. Ich habe damit schon irgendwie abgeschlossen. Ist es nicht auffällig, dass du dann nie ein Mädel mit nach Hause bringst? Nicht wirklich, nee. Das nehmen die noch so hin, aber irgendwann wird es schon auffallen. Gut, ich hatte ja schon öfters Freundinnen und so, meine Eltern sind ja eh nicht so heiraten oder sonst wie, also dann ist es eigentlich egal. So. Mhm. Gut, meine Mutter hat es ein paar Mal auch mal angesprochen, wie es ist und so, aber... Ich glaube, Mutter ahnt sowas schon, aber... Ja, Mütter ahnen das, meistens. Das heißt, da sind zwei Hürden zu nehmen. Einmal eventuell den Eltern zu sagen, dass du schwul bist. Mhm. Und dann die zweite Hürde, dass du HIV-positiv bist. Ja, gut, das ist ja noch schlimmer. Also, deshalb... Wissen es denn Freunde von dir? Es wissen einige. Ja. Und gut, waren die auch geschockt, aber die behandeln uns ganz wie normal. Und es ist auch so, man merkt es uns auch nicht an. Das ist ja auch nicht so, wie man früher wirklich oder was man wirklich aus den Medien kennt. Gut, eine gewisse Abschreckung ist wirklich gut, natürlich. Weißt du denn, wie und wo du es dir geholt hast? Also, ich kann es so nicht genau sagen. Bei mir war es so, ich hatte davor auch eine Beziehung. Mhm. Ich hatte davor 2 Beziehungen mit Frauen, also mit Mädels sozusagen in meinem Alter. Und da lief halt wirklich nichts. Wir hatten nichts Sexuelles, halt ein bisschen rumgemacht, geknutscht und so. Aber also weißt du nicht genau, woher es kommt? Also wahrscheinlich von meinem Freund. Er wusste es natürlich auch nicht. Also man kann wirklich nicht müde werden zu predigen, ne? Dass man vorsichtig sein soll und sich schützen soll. Keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Lieber Kinder, meine Sendung ist jetzt vorbei. Ich freue mich, dass wir haben reden können. Ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute, alles Liebe und vor allen Dingen richtig fette, gute Gesundheit. Ja, uns geht's sehr gut. Ich hoffe, das wird auch weiterhin gut. Alles Gute. Tschüss. Okay, tschüss.
In der Technik, Gunnel Blendin. Morgen sind wir auch wieder da. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss. Heute ist Freitag, der 21.